Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Und heute ohne Bier. Heute ohne Bier dafür. Mit Kaffee. Und Tee. Und Tee. Und du mit diesem Selbstmordgetränk da. Voller Aspartam. Ja, ja. Bis es aufgebraucht ist. Ach so, ist das ja nur noch die Reste. Ist das noch die von letzter Woche? Nee, die habe ich ausgetauscht. Die ist jetzt kalt. Die muss ja kalt sein. Ja, wunderbar. Warmer Eistee macht nicht so viel Sinn. Ist nicht so lecker. Macht überhaupt keinen Sinn. Ist nicht lecker. Hast du schon recht. Aber Aspartam ist ja auch. Ja, meine Damen und Herren, das wäre sie gewesen. Die. Ah, stimmt. Festtags. Die wir uns zur letzten 100. Sendung bestellt hatten. Eine kleine Verkleidung. Ja, um dem. Für noch mehr gute Laune zur 100. Sendung. Um unser 100. Jubiläum eben entsprechend Gebühren zu feiern. Na, das ist Ihnen entgangen. Aber jetzt ist leider ja schon die 101. Sendung. Genau. Aber vielleicht holen wir das ja alles wieder hervor bei der 150. Oder bei der Weihnachtsfeier. Bei der Weihnachtsfeier, nee, da tragen wir natürlich wieder Mützen. Ne? Stimmt. Hast du deine noch? Aber zu Karneval kann man die rausholen. Zu Karneval, ja, das ist eine Idee. Naja, kann man ja sich noch drüber Gedanken machen. Ja, Sie erinnern sich, letzte Woche, es war die Jubiläumsausgabe. Wir hatten Sie aufgefordert, uns doch mal ein paar Zeilen zu schreiben, Anregungen zu schicken, Fragen zu stellen. Und ja, es haben sich auch ein paar Leute gemeldet. Ich habe jetzt hier tatsächlich. Wollen wir vielleicht vorwegnehmen? Wir haben ja auch gefragt oder danach oder darum gebeten, das schöne Gedicht von dir, das du in der letzten Woche zum ersten Mal vorgetragen hast, ganz genau, möglicherweise selbst zu vertonen. Richtig. Und also mindestens ein Zuschauer hat sich gemeldet. Genau. Hat eine Vertonung zugeschickt. Ja. Die so gut ist. Die so unglaublich gut ist. Die ist schon fast besser als das Gedicht selbst. Dass sie sich an sich selbst versündigen würden, ja, wenn sie diese Sendung heute mal nicht zu Ende schauen. Ja. Ja? Denn also ganz zum Schluss. Ja. Werden wir es vielleicht einspielen. Vielleicht. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ja. Also wir werden dieses Video am Ende der Sendung nach unserer Verabschiedung hier einspielen. Und ja, also wir sind wirklich hellauf begeistert, um das an dieser Stelle vielleicht nochmal deutlich zu betonen. Also ich finde das einfach wirklich grandios, wenn Leute sich dann dazu bemüßigt fühlen, selber mal kreativ zu werden und selber mal was rauszuposaunen. Das ist wichtig. Also das kann jeder und sollte auch jeder machen und tun. Und ja, wie gesagt, wir haben ja darum gebeten, uns auch Anregungen zu schicken und Fragen zu stellen. Und hier habe ich eine E-Mail bekommen und die ist für Sie, liebe Zuschauer, unheimlich wertvoll. Also wir hatten das Thema letzte Woche und auch schon davor diverse Male. Es geht um diese Papierstrohhalme, die keiner von uns mag und wie es jetzt neulich herausgekommen ist, die sogar gesundheitsschädlich sind. Also Plastikstrohhalme verbietet, stattdessen dürfen wir uns Gift geben. Ich habe, wie gesagt, eine Zuschrift bekommen, sehr geehrter Herr Mocharski. Ich musste sehr bei Ihrer Aussage zu den Trinkhalmen lachen. Mich hat das gleiche Thema genervt und ich habe daraufhin einmal recherchiert, wie das genau ist mit den Plastikstrohhelmchen. Der Verkauf ist für europäische Unternehmen verboten. Das war's auch schon. Typisch EU. Wir haben daraufhin quasi antizyklisch und mit wissentlicher Protesthaltung 1600 Plastikstrohhalme aus China bestellt, die in der letzten Woche ankamen. In jedem der Autos liegt nun ein Päckchen. Bei jedem Eisdielenbesuch wird also der eigene Plastikstrohhalm mitgebracht. Rein aus Protest. Vielleicht finden wir ja weitere Anhänger und es wird daraus eine Protestbewegung der Eisdielengänger. Strohhalmidioten quasi. Zu eurem Duett hätte ich einen Vorschlag für ein Thema. Die eventuell anfallende Thematik der goldgedeckten neuen BRICS-Währung. Ich glaube, darüber wollten wir uns. Wollten wir auch sprechen, aber vielleicht nochmal zu den Strohhelmen. Das müssen wir natürlich unbedingt auch bestellen. Wir haben das ja, also er hat uns, glaube ich, noch einen Link geschickt. Ganz genau. Ne? Meine Damen und Herren, jetzt muss ich auch mal gucken.
Wir werden Ihnen einen exemplarischen Bestelllink bei eBay in die Videobeschreibung setzen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Minute 5:37. Ah, ja. Um unserem Kollegen Sascha Koll es zu erleichtern, diesen Link dann wiederzufinden. Also, wie gesagt, wie gesagt, bei eBay können Sie. Und das Tolle ist, also ich habe mir diesen Link ja auch mal angeschaut, ja, ne? Das ist ja gar nicht teuer. Ich glaube, das sind so ungefähr, ist so ungefähr die Preislage vor dem Verbot. Das, ne, ist nicht, nee, das ist also, kostet ja, so, also ich weiß nicht, ein paar hundert Plastikstrohhalme ich meine, für 3-4 Euro bei eBay. Ich, ne, meine, den hier gesehen zu haben, 100 Stück für 2 Euro, schlag mich, ja, tot. Aber das ist von einem vertrauenswürdigen Verkäufer aus China. Direkt versandt. Ja, herrlich. Ja, das ist wundervoll. Herrlich. Also der Markt bietet ja immer wieder Lösungswürdigkeiten. Ich werde die demnächst auch im Auto immer dabei haben. Wir haben zum Glück noch welche, also aber sollten die dann irgendwann mal zur Neige gehen, werde ich mir auf jeden Fall welche bestellen. So, und außerdem kann man jetzt die man hat, also wir haben bestimmt noch, ich weiß gar nicht, ein paar hundert haben wir noch, ne? Und die können wir jetzt natürlich ruhigen Gewissens verbrauchen. Da muss man nicht denken, so, jetzt muss ich sparen, die müssen ja noch 30, 40 Jahre halten oder sowas, ne? Nein. Lustigerweise, wir hatten heute Morgen dasselbe Thema, weil uns unten im Klo die Glühbirnen kaputt gegangen sind, ne? Und ich musste auch wieder in meinen alten Vorrat greifen. Ja. Da war ja die gleiche Geschichte, wo man damals den ganzen Keller voll Glühbirnen gestapelt hat. Ja, ich hab noch genug. Also ich glaube, dieses Leben müsste vielleicht damit hinkommen. Ja, wenn du vor mir stirbst, verirbst. Ja, ich denke an dich. Ich werde dich in meinem Testament erwähnen. Oder ich habe noch ein paar, aber leider nicht so viele. Na, ist ja auch egal. Wie gesagt, die Glühbirnen, bitte. Und Spaß. Ja. Ja, sehr schön. Ja, verrückt, ne? Wozu einem diese Politiker zwingen, ne? Also unglaublich eigentlich, immer wieder unglaublich. Aber das ist auch, das finde ich ja auch das Spannende an der Zeit, dass trotz dieser ganzen Drangsal immer noch Lösungen gefunden werden, ja? Und da kommen wir ja wahrscheinlich gleich drauf zu sprechen. Habe ich dir schon mal erzählt, da war doch auch diese Geschichte mit den PS der Staubsauger. Die PS-Zahl der Staubsauger wurde doch irgendwie limitiert, glaube ich, ne? Auch EU-weit. Ja. Da habe ich mir auch so 2, 3 Staubsauger damals bestellt. Und da habe ich nämlich letztens, ist der eine kaputt gegangen, da musste ich tatsächlich einen auspacken. Ja. Funktioniert aber. Der hat doch richtig, der hat noch Wumms. Also ich habe einen Baustellenstaubsauger mir ja neulich auch zugelegt. Und aber die gibt es doch gar nicht mehr dann, oder? Baustellenstaubsauger. Achso, die dürfen dann noch. Ja, das sind Baustellenstaubsauger. Und die haben richtig Kavum, ne? Also da geht richtig was rein. Also damit kannst du hier Schotter wegsaugen, kein Problem. Also den benutze ich auch gelegentlich. Ne? Ich meine, die Baustelle ist weitestgehend fertig. Also da muss jetzt, ein Loch muss noch gebohrt werden. Falls jemand von Ihnen eine Kernbohrmaschine zu verleihen hat, wenden Sie sich bitte an mich. Ich muss nämlich noch meinen Holzofen anschließen. Ne? Da brauche ich noch eine Kernbohrung in meiner Wand. Ja, aber ist ja nicht viel. Ne? Also wie gesagt, das wird dann auch komplett weggesaugt, gar kein Problem. Wie gesagt, da kann man sich, also neulich bei Lidl war da wieder so einer im Angebot für, ich weiß nicht, 40 Euro oder sowas, ne? Richtig schöner kleiner Baustellenstaubsauger. Ja, die müssen dann halt jetzt Baustellenstaubsauger heißen wahrscheinlich, ne? Wenn die, ich weiß es nicht, aber die alte Leistung bringen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt hat, 1400, 1600 Watt oder sowas. Und ich glaube, die. Ja, die damals hatten aber, glaube ich, 2000 noch was, ne? Ja, kann auch. Ja, das ist 2000, und die wurden dann verboten. Ich habe aber auch einen relativ kleinen. Habe ich ja noch im Einsatz. Ja, das ist herausragend, ne? So, aber ich denke, irgendwann einmal kommt das auch wieder, ne? Irgendwann einmal, wenn diese EU abgefrühstückt sein wird und alles läuft darauf hinaus, denke ich, ne? Irgendwann einmal. Dann sind auch diese Teile hier, wobei die sind interessanterweise, Strohhalm ist verboten, aber das Teil ist erlaubt noch, ne? Ja, das, man, das Plastik hier. Ja, ich meine, du musst dir die Unsinnigkeit doch einfach nur mal vorstellen. Du hast Plastikstrohhalme verboten, stattdessen hast du jetzt Papierstrohhalme an diesen, ich sag mal, Getränkepäckchen eingepackt in Plastik. Ja? Oder man will Plastik sparen und hat dann eben, wie gesagt, einige Hersteller sind auch dazu übergegangen, eben jetzt statt eines Plastik- oder eines Papierstrohhalmes diese Plastiköffnungen da reinzusetzen. Also das ist ein Vielfaches dessen, was man vorher für den Plastikstrohhalm verwendet hat. Und die hatten das, glaube ich, auch just verboten, kurz bevor sie dann im C waren, diese ganzen Messdinge aus Plastik in Milliardenauflage unters Volk brachten. Ja, das war ja wert.
das warst du ja, ja klar, kann man so sehen. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt. Wer nimmt diese Leute eigentlich noch ernst? Ich frage mich immer, diese Politiker, ne, die sowas beschließen, die Bürokraten in Brüssel und ähnliches, ne, kann man da irgendwelche Achtung vorhaben vor diesen Lebens- und Spaßzerstörern, Spaßbremsen, Lebenszerstörern? Es ist nicht, wenn man zum denkenden Teil dieser Bevölkerung gehört, schätze ich, dann dürfte es einem sehr, sehr schwer fallen, da noch in irgendeiner Art und Weise Ernsthaftigkeit zu empfinden oder Anerkennung für das Schaffen dieser Leute. Das glaube ich nicht, aber wie gesagt, es gibt ja da draußen tatsächlich noch sehr, sehr viele Menschen, das kann man einfach nicht verleugnen, die sind in dieser Welt noch drin. Die glauben das. Die gucken sich, wie gesagt, die Tagesschau an und für die ist das die Wahrheit. So, und daran gibt es für diese Leute auch nichts zu rütteln. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängen mag. Vielleicht mit dem etwas fortgeschrittenen Alter, dass es immer so gewesen ist und man hält ja auch mit dem zunehmenden Alter hält man ja dann doch irgendwie immer fester und fester an dem Althergebrachten fest. Ja, also man möchte dann gar keine Änderungen mehr und sich dann irgendwann mit 40, 50, 60, 70 einzugestehen, dass man in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch eine Lebenslüge geglaubt und gelebt hat. Also dieses Eingeständnis, das wollen sich, wie gesagt, die allerwenigsten machen. So erfreulich ist dennoch zu sehen, dass hierzulande ja doch, das beobachten wir ja jetzt, es zu gewissen Verwerfungen kommt, gesellschaftlicher Natur, politischer Natur. Und da steht uns, ich glaube, tatsächlich noch sehr, sehr viel bevor. Jüngst im bayerischen Wahlkampf Frau Katharina Schulze auch ein Lied zu singen weiß. Das wollte ich erst erwähnen, nachdem ich diesen zweiten Beitrag eins nach dem anderen, ja, vorgetragen habe. Und zwar hat uns hier Rudi geschrieben. Lieber Rudi, ich habe gefragt, ich durfte, glaube ich, vortragen. Lieber Martin, lieber André, der Vorhang auf und keine Fragen offen. So lässt sich beschreiben, was ihr unterm Dach und an der Theke in schöner Regelmäßigkeit trotz all dem Elend hier immer wieder humorvoll darbringt, obwohl einem der Kamm schwillt und die Wut im Raume steht, bleibt ihr heiter. Irgendwie. Ja, was bleibt uns auch anderes übrig, ne? Ich sag immer, würden wir nicht heiter sein, also würden wir diese Heiterkeit nicht an den Tag legen, hätten diese Leute gewonnen. Ja, also Heiterkeit ist ein wenn man so will, ein Kampfmittel gegen diesen ganzen Irrsinn. Ja, ich lese weiter. Wie in keinem anderen Format wird bei euch in voller Breite kolportiert, was diesem Lande den Garaus macht. Hier bleibt kein Auge trocken, hier wird alles eigentümlich frei herausgesagt und was längst nicht jeder wagt. Insofern ist es für uns Hörer, / Seher, schwierig, ein neues Fass aufzumachen, an dem sich das Duetto Critico nicht schon satt getrunken hätte. Doch, da gibt es was. Eine Beobachtung, die mir auf zahlreichen Reisen mit dem Wohnmobil immer wieder begegnet und die den Charakter eines Landes maßgeblich prägt, von der ich glaube, dass darin die wesentliche Zukunftsdividende seiner Bewohner steckt, erst recht, wenn man die Sache bis zum Ende denkt. Und als wäre an der germanischen Selbstzerstörungswut nicht schon genug getan, bildet auch bei diesem Thema Deutschland ein Schlusslicht in der EU. Ja, das ist unser angestammter Platz mittlerweile, wenn man so will. Wovon rede ich? Ich rede von der beklagenswert geringen Wohneigentumsquote in Deutschland. Sie liegt mittlerweile weit unter 50%. Von der Politik gewollt und von grüner Ideologie sehr stark beschleunigt, schreitet die Verdichtung der Städte voran, wobei die gleichzeitige Verslammung der Städte schon fast alle Quartiere erreicht hat. Sauberes Deutschland, das war einmal, Graffitis und Dreck bestimmen das Bild. Riesige Wohnungsbestände wechseln ständig die Besitzer. Wer hier Mieter ist, kann den Traum vom Eigenheim an den Nagel hängen. Und mehr noch, und dies ist mein eigentlicher Punkt, Mieter hinterlassen kein Erbe an Grund und Boden. Ganz anders in Ländern mit hoher Eigentumsquote. In Rumänien 97%, Slowakei 90%, Ungarn 90%, Bulgarien 87%, Spanien 83%, Polen 81%, erbt fast jedes Kind ein Haus. Und das sieht man diesen Landschaften auch an.
Überall wird investiert, Handwerk prosperiert und in den Gärten stehen die Spielgeräte der zukünftigen Erben. Wem es an Vorstellungskraft nicht fehlt, der sieht nach 2 bis 3 Generationen tatsächlich blühende Landschaften voraus in eben diesen Ländern. Und in Deutschland, wenige Erben gelangen leistungslos in den Besitz von tausenden Wohnungen, für deren Erhalt sie auch bei bestem Willen nicht in gleicher Weise sorgen können, wie Privatbesitz es leisten kann. Wem es auch hier nicht an der Vorstellungskraft fehlt, der wird erkennen, dass Deutschland spätestens in 2 oder 3 Generationen wie Kalkutta aussehen wird. Eine Rückkehr zu bürgerlichem Aufstieg und Wohlstandsversprechen im Sinne Ludwig Erhards mit dem Kern des Schaffe, Schaffe, Häuslebauer wäre die Wende zum Guten. Doch welche Parteien können diese Wende leisten? Sagt es mir! Beste Grüße, Rudi. Beste Grüße zurück, lieber Rudi. Vielen, vielen Dank für deine Zuschrift. Das ist ein hochinteressantes Thema, das mit dieser Eigentumsquote. Ja, wie da muss man gar nicht nach Kalkutta gucken. Ne? Das war ja in der DDR ähnlich. War es sehr ähnlich. Ne? Man hat es dann aber auch wirklich spüren können, an jeder Ecke sehen können, was passiert, wenn Wohneigentum eben nicht Eigentum ist oder irgendeinem fernen Staat gehört oder wem auch immer gehört. Nicht demjenigen, der da drin wohnt, der es pflegt, der es instand hält, der es sauber hält, der es optisch auch schön hält. Ja, dann sieht es eben so aus, wie es in der DDR aussah. Ja. Ne? Und in diese Tendenz, also er hat ja da offenbar auch eine Tendenz ausgemacht, dass es in Deutschland die Eigentumsquote sogar noch rückläufig ist. Mhm. Ja, das ist Sozialismus. Ne? Da muss man gar nicht nach Kalkutta gucken, ja. Da kann man auch auf die DDR schauen oder überhaupt in den ehemaligen Ostblock schauen, wo das eben überall der Fall war. Ne? Da war eben die Wohneigentumsquote auch nicht so hoch und dementsprechend sah es da aus. Ne? Und so sieht es eben auch schon in den deutschen Städten aus, ne? Wo dann eben auch schon Wohneigentumsquote schon sehr nah an die sozialistischen oder die realsozialistischen Zustände herankommt. In Berlin zum Beispiel, ja, oder in Bremen. Ja. Da wird die Wohneigentumsquote so knapp ähnlich wie in der DDR sein. Ja? Nicht sehr hoch. nicht sehr hoch sein. Ja, und so sieht es da eben dann auch schon aus. Ja, wie in einem Slum. Aber ich muss dazu sagen, ich bin diesbezüglich auch wie immer überaus positiv gestimmt. Also das, was wir jetzt gerade erleben, das ist ja gewissermaßen der Abgesang dessen, was man, ich sag mal, in den 80er, 90er Jahren noch so hoch gelobt hat. Da war es ja noch irgendwo politischer Wille, die Leute zu Eigentum zu bringen. Also da hat man das, ich erinnere mich ja noch so als Kind, diese Schwäbisch-Hall-Werbungen. Überhaupt die Werbung kam ja gerade in den Sinn. Ne? Die Werbung sowieso, Wohlstand, Leichtigkeit des Seins. Haben wir das schon gesagt? Wir haben da ja schon so oft drauf hingewiesen. Das war ja so dein Steckenpferd, immer 80er-Jahre-Werbung. Ne? Ganz genau. Die sogar zuletzt in einem Artikel in der Welt, glaube ich, dann als Phänomen beschrieben wurde, dass die Leute das wirklich feiern. Ne? Ja. Die 80er-Jahre-Werbung. Mhm. Und in der 80er-Jahre-Werbung ist dieses Häuschen im Grünen als Lebensziel, Familie, ja. Mhm. Da war die Welt noch in Ordnung. Das war in jeder Werbung kam das vor. Ne? Und das alles wurde uns genommen. Ja, wie gesagt, für was? Ne? Für Gender-Quatsch. Für Gender-Quatsch, ja. Sozialismus. Und ähnlichen sozialistischen. Aber wie gesagt, das waren ja seinerzeit irgendwo noch, wie gesagt, so in Anführungsstrichen Traumbilder, die man den Leuten irgendwie versucht hat zu transportieren. Es wurde dafür einiges getan, um die Leute eben, wie gesagt, in den Besitz eines Eigenheims zu bringen. Also zumindest war es politisch irgendwo gewollt. Man war sich seitens der Parteien einig, ein Haus ist eine sichere Altersvorsorge. Wobei, was die Politik will, ist mir ja wirklich egal. Die sollen nur nicht dazwischen funken und ganz uns genau, das mies ganz machen. Genau. Ne? Aber damals, wie gesagt, da hat man eigentlich noch dieses, wenn man so will, Urwissen der Menschen. Einfach die Menschen hatten auch noch eine andere Einstellung dazu. Natürlich, ne? die haben es ja gewusst. Also das haben die Menschen immer gewusst. Ein Haus zu haben, ein Eigenheim zu haben, das ist schlicht und ergreifend eine Altersvorsorge, die man hat. Wenn man denn man irgendwann mal kein Eigentum mehr erwirtschaften kann, also kein Einkommen mehr erzielt, dann ist ein eigenes Haus schon mal ein schöner Brocken, auf dem man sich ausruhen kann, ja. Auch wenn die Rente klein ist, die wird dann wahrscheinlich für Lebensmittel noch reichen, aber man hat ein Haus und das ist unheimlich wichtig und ja,
das macht man uns ja jetzt widerspenstig. Ich weiß, ich habe es vor ein paar Wochen mal gelesen, in Münster will man ja jetzt hier Einfamilienhäuser oder zwei Familienhäuser weitestgehend verbieten. Also was heißt verbieten? Nicht, aber man weist einfach keine Bauflächen mehr für Ein- und zwei Familienhäuser aus. Was noch geht, das sind vielleicht Reihenhäuser, ja, die sind noch so halbwegs okay, aber an und für sich sollen jetzt, wie gesagt, diese, sie nennen es Wohnquartiere. Ja, diese ja. Wohnquartiere sollen entstehen. Und dann hat man dann auch gleichzeitig diese Idee davon, ja, wie schön es denn da sein könnte. Man könnte die bewachsen lassen und hasse nicht gesehen. Also es wären dann so Traumbildchen gemeint. Früher nannte man das Plattenbau. Ja, früher nannte man das Plattenbau. Aber interessanterweise, in der DDR war es ja tatsächlich so, dass jemand, der, wie gesagt, in so einen Plattenbau gezogen ist, dass der es tatsächlich viel, viel komfortabler hatte, als jetzt jemand, der tatsächlich irgendwo noch am Land sein Eigenheim hatte. Ja, ja, also weil er da nicht die Materialien hatte, das überhaupt in Stand zu setzen. Ganz genau so ist es. So, und da haben sich die Leute natürlich, ich sag mal, aus der Not heraus dafür entschieden, eben in diese Plattenbauten zu ziehen und eben das Häuschen im Grünen irgendwo sein zu lassen oder bleiben zu lassen. Aber das war dann eben auch ein sozialistisches Leben. Ne? Natürlich. Das war wirklich ganz unten Ameisenleben, ne? Und da sollen wir alle wieder hin. Und das wird uns jetzt schmackhaft gemacht. Ne? Ja. Kein Tag in den, wie heißt das schön, Mittelstrahlmedien. Mittelstrahlmedien, ja. Genau. Kein Tag in den Mittelstrahlmedien, wo wir nicht darauf hingewiesen werden, nee, alleinstehendes Häuschen ist jetzt nicht mehr dein Ziel. Das ist klimaschädlich. Das lässt sich mit der Rettung dieses ja. Weltproblems einfach nicht mehr lösen. Nun, die Frage am Ende, welche Parteien können diese Wende leisten? Ich sag es mal so. Keine. Die Wende leistet jeder selbst. Also jeder muss sich selbst entscheiden, ich kaufe mir jetzt ein Eigenheim. Ja, und es mag schwierig sein und es mag auch mit gewissen Risiken behaftet sein. Man muss sich allerdings vor Augen führen, dass die Situation, so wie sie jetzt gerade ist, wahrscheinlich nicht immer so bleiben wird. Also die Zustände, in denen wir leben. Und ich meine, die Zeichen, die stehen diesbezüglich ja wirklich auf Sturm, dass wir uns jetzt gerade tatsächlich in so einer Art, wenn man so will, Umbruchphase befinden. Ja, wobei, ob so ein Moloch wie Berlin oder Bremen, ja, ob das noch zu retten ist in seiner ganzen Struktur, die wir schon beschrieben haben, ne, das glaube ich eigentlich nicht. Da ist gar nichts mehr zu retten. Insofern ist, glaube ich, die Zukunft tatsächlich Sezession. Und dann, wenn man das überlegt, dann kann man natürlich auch mal schauen, es gibt natürlich riesige Unterschiede. Hm. Du hast ja Gegenden in Deutschland, wo die Eigentumsquote dann eben doch wieder so hoch ist wie in Italien und oder was eben genannt wurde, ne? Diese ganzen Länder, wo es eben wesentlich höher ist. Das hast du ja, wenn du jetzt mal ein paar Kilometer weiter hier südlich in die Eifel fährst, ein Eifeldorf, da wird jeder sein kleines Häuschen haben. Da hat man halt nur ein Familienhaus. Oder im Bayerischen Wald. Da gibt es keinen Wohnblock. Ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, ich habe mir ja seinerzeit, ich gucke mir eigentlich immer noch Immobilien-Scout an, ich habe mir ja neulich auch ein Haus gekauft und ich weiß noch, es war vor anderthalb Jahren, da waren wir immer noch so auf der Suche und dann haben wir unser Haus gefunden und als ich vor anderthalb Jahren noch so regelmäßig bei Immobilien-Scout gewesen bin, ich habe im Rheinkreis Neuss gesucht, so nach Immobilien und ich sag mal, es gab seinerzeit ich sag mal so 220, 240, 260 Häuser, die da im Angebot waren. Die meisten waren auch schon sehr, sehr lange dort. Also das waren dann wohl keine Immobilien, die irgendwie, besonders, also wo sich niemand dafür interessiert hat. Und mittlerweile sind bei Immobilien-Scout im Rheinkreis Neuss um die 700 bis 900 Immobilien im Angebot. Also das Angebot ist tatsächlich durchaus gestiegen und was noch viel interessanter ist, wenn man mal sich so ein bisschen weiter weg von den Ballungszentren bewegt. Ja, also wenn man dann, ich sag immer Höxter, ne? Kein Schwein weiß, wo Höxter ist. So ähnlich wie Bielefeld, oder? So ähnlich wie Bielefeld. Ich glaube, Höxter ist sogar in der Nähe von Bielefeld. aber wie gesagt, wenn man sich dann mal so in diesen Mittelstädten umguckt, die, wie gesagt, eben doch relativ weit weg sind von den Ballungszentren. Da gibt es tatsächlich Immobilien und Grundstücke, die sind wirklich in Anführungsstrichen für ein Appel und ein Ei zu bekommen. Also da, das sind wirklich Preise. Da weiß man natürlich, okay, die Immobilie, die ist höchstwahrscheinlich renovierungsbedürftig. Da wird man wahrscheinlich noch sehr, sehr, sehr viel Geld reinstecken müssen. Aber die Möglichkeiten sind hierzulande da und jeder muss sich eben vergegenwärtigen. Es ist
immer noch möglich, sich hier Wohneigentum zuzulegen. Und man hat natürlich das Risiko, eskaliert jetzt unsere Politik. Ja, wird unsere Politik uns tatsächlich als Hauseigentümer so dermaßen drangsalieren, dass es sich am Ende überhaupt nicht mehr lohnt, ein Eigenheim zu besitzen. Und da denke ich halt, ja, da müssen sich eben die Leute finden in großer Zahl, die sich eben Immobilien zulegen. Und wenn denn dann irgendwann einmal die Eigentumsquote hierzulande entsprechend hoch ist, dann sind die Spielräume für die Politik eben entsprechend gering, hier doch irgendwelche Drangsalierungen durchzusetzen. Also man wird sich dann wahrscheinlich auch der, wie heißt es so schön, der normativen Kraft des Faktischen beugen müssen, wenn da nämlich wirklich hier, ich weiß nicht, so viele Eigenheimbesitzer sind, die kann man nicht einfach, wie soll ich sagen, wegregieren oder kaputtregieren, ne? So. In dem das wird ja jetzt schon so sein, da wo die Eigenheimquote entsprechend hoch ist, wird der Widerstand auch besonders hoch sein gegenüber dem ganzen Wahnsinn, der uns hier das entgegenschlägt. Ne? Und das war ja, da kommen wir dann zu Frau Katharina Schulze, ne? Im Episch, ne? Im Wahlkampf in Bayern. Haben Sie das gesehen? Meine Damen und Herren, wir werden jetzt etwas tun, was wir vorher noch nie gemacht haben. Aber wir denken, eventuell wird das diese Sendung auch ein klein wenig aufwerten. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. 26:33 für unseren Kollegen jetzt, Sascha Keul. Wir werden einen kurzen... Das ist jetzt der Stand der Tondatei. Das ist nur der ungefähre Stand, wo Sie das jetzt sehen. So, okay. Wir werden einen Clip einspielen. Mats ab. Ja. Ich muss mir erstmal den Clip jetzt vorgestellt haben. Du kannst da jetzt nicht einfach so weitermachen. Du musst ja erstmal so. Man stellt sich jetzt den Clip vor, den die Zuschauer ja gerade sehen. Gesehen haben. Ah, den gesehen haben, falls der Sascha uns jetzt schon wieder aufschaltet. Ja, der sollte uns schon aufgeschaltet haben. Ist nur einfach Schnitt. Clip rein. Aber wir müssen uns ja auch den Clip vorstellen. Ja, der Clip war episch, oder? Der Clip war so herrlich. In jeder Beziehung. Der hat mich wirklich bewegt, ja. So, er hat mich wirklich ergriffen. Also es ist, Sie haben sich den Clip jetzt wahrscheinlich angeguckt, vielleicht haben Sie auch nochmal zurückgespult, um sich den nochmal anzugucken. Also ich muss gestehen, ich habe mir den Clip mittlerweile 20 Mal angeguckt und es gibt immer wieder so neue Feinheiten, die man darin erkennt, so am allerbesten. Meinen wir eigentlich den gleichen Clip? Das ist dann, wo sie dann erzählt, liebe Demokratinnen Katharina und Demokraten. Katharina Schulze, mit dieser einen Dame in der Blaskapelle, ja, die da wieder im Hintergrund dann einfach so mal den Kopf schüttelt, ja. So, und ja, es ist absolut, also wie gesagt, also du schaust dir diesen Clip an und eine Sache wird natürlich deutlich. Diese Dame hatte dort in diesem Festzelt kein Heimspiel. Nee. Ja, und es macht wieder so deutlich, diese Kluft, die schon viel größer ist, als wir es uns vermutlich vorstellen können, zwischen eben, wie gesagt, dieser völlig degenerierten und abgehobenen Pseudo-Elite und eben der, ich sag mal, bodenständigen Bevölkerung, ja. Ich fand eben, Katharina Schulz hat... Man muss sich vorstellen, was da passiert ist, ne? Weil es ist ja erstmal Karma, ne? Es fällt jetzt all das auf die Grünen zurück, ne? Was man das ja auch in den letzten Wochen immer mal festgestellt, die Grünen sind die neue AfD, der Hass schlägt ihnen entgegen, ne? All das fällt auf die Grünen zurück, was sie gesät haben in den letzten 20, 30 Jahren, ne? Ich meine, es waren die Grünen und ihre Anhänger, die damit begonnen haben, irgendwann andere Veranstaltungen mit Trillerpfeifen zu besuchen, ja? Einen nicht mehr ausreden zu lassen. Also, das sind die grünen Formen der politischen Auseinandersetzung, die jetzt auf sie zurückfallen.
gefallen. Ne? Das ist erstmal Karma. Und dann muss man sich mal überlegen, es war ja kein Zufall, dass die Linken und Grünen mit den Trillerpfeifen kamen. Mhm. Also so sind sie halt. Sie sind, also Sozialismus ist pure Zerstörungswut, ja. Und sie wollen keinen zu Wort kommen lassen. Sie sind halt im Geist totalitär. Ne? So waren sie immer, so werden sie immer sein. Das sind halt die Linken und Grünen. Ne? So. Ein Bürgerlicher würde aber nie auf die Idee kommen, eigentlich irgendjemand anderen mal nicht ausreden zu lassen. Nein, da hören wir erstmal zu, dann debattieren wir die Sache und dann können wir gesittet miteinander umgehen und die über die und weiterschauen. Ne? Darüber sprechen so. Aber was müssen diese Leute in den letzten Jahren getan haben, systematisch, Tag ein, Tag aus, all das, was wir hier beschreiben natürlich. Ne? So, sie haben das Bürgertum so sehr malträtiert und provoziert und jeden Tag ja aufs Neue, dass das Bürgertum irgendwann hingeht und selber mit den Trillerpfeifen ins Festzelt geht, diese Pute nicht mehr zu Wort kommen lässt, ja, und dann siehst du, das ist ja das Herrlichste. Mhm. Das Herrlichste ist diese Blaskapelle, die offenbar von den Grünen gekauft wurde, um das ein bisschen zu, bisschen den bayerischen Anstrich dazu geben. Und da muss man wirklich sich diese Leute der Blaskapelle anschauen, wie sie da sitzen. Ne? Auf welcher Seite sind die? Ne? Sind die auf der Seite der Trillerpfeifen oder auf der Seite derer, die sie da engagiert haben mit der Rednerin? Ich sag ja, ich bin ja jetzt nach dem 10. Mal gucken, ist dann der Blick auf die Dame in der Mitte gefallen, die da eben mit musst du noch mal gucken, dann fällt dir auf, so ganz dezent schüttelt die dann irgendwann gegen Ende der Rede mit dem Kopf. Ich sag mal, auch der Ausdruck der anderen Kapellenmitglieder, deutet jetzt nicht darauf hin, dass die dieser Dame inhaltlich vollumfänglich folgen können, beziehungsweise folgen wollen. Und Ich sage es jetzt auch mal so, wenn du dir, also viel erhellender finde ich eigentlich, wenn du dir mal wirklich vergegenwärtigst, was ist diese Frau Katharina Schulze eigentlich für ein Mensch? Ja. Ja, also ich möchte jetzt mal sagen, so Gestik, Mimik, Stimmlage und so weiter, die lassen einen, ja, da kommen Erinnerungen hoch, möchte man mal sagen, ja, so, aber was musst du für ein Personentypus sein, der sich vor eine brüllende Menge stellt und ich sag mal und dann diese Plattitüden, ne? Diese dann diese völlig, wir Demokratinnen und Demokraten. Diesen völligen Unfug da von dir gibt's, ja. Aber das, ich sag jetzt mal so, normalerweise müsste man ja sagen, okay, das nötigt mir so einen gewissen Respekt ab, aber ich glaube nicht, dass da Respekt die richtige Reaktion drauf ist. Ich sehe da, ich weiß es nicht, entweder einen Menschen, der absolut psychopathisch ist, durch und durch psychopathisch, oder eben ganz, ganz wirksame Substanzen zu sich nimmt. Oder auch beides. Also anders kann ich mir das nicht erklären. Das wird in so einem bayerischen Festzelt ja vorkommen, dass man da auch eine Substanz vorher serviert bekommt. Ne? Ja, aber die ist ja, so einen Humpen hatten die alle in der Hand. Ja, aber die hat jetzt nicht gesprochen, als hätte sie jetzt ein Hektoliter Bier getrunken, was eigentlich nötig gewesen wäre, um sowas durchzustehen. Ich glaube, da sind andere Substanzen. Vermutlich sind da andere Substanzen mit im Spiel. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder eben, wie gesagt, diese Dame ist so dermaßen kaputt, weil du musst kaputt sein, um dann dennoch diesem Sturm dich entgegenzustellen. Das ist, glaube ich, in dem Sinne keine Charakterstärke. Das ist schon pathologisch. Also den Eindruck hatte ich. Ebenso bei. Ja gut, ich meine, was soll sie machen? Ich meine, wie gesagt, es ging ja von den Grünen und Linken immer aus, diese Form der politischen Auseinandersetzung. Mein Gott, da hat, ich glaube, Franz Josef Strauß damals schon die ersten Erlebnisse mit gehabt, ja, dass dann die Linken kamen mit Trillerpfeifen. Ja, ja, der hat sich dann aber auch nichts daraus gemacht, hat weitergeredet, hatte dann noch einen gewissen Mutterwitz immer dabei, ne? Ja. Der ihr völlig abgeht, natürlich. Aber er hat ja die Linken gewissermaßen auch als Gegner betrachtet. Ja, ja, ja. Als Gegner betrachtet. Und das macht sie ja jetzt auch. Ja, das macht sie ja jetzt auch. Sie sagt ja, wir alle Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen und so weiter. Ne? Aber da war keiner auf ihrer Seite. Ja. Keiner.
Ja. Verstehst du? Also sie müsste, also ich meine, wie musst du strukturiert sein, um dich in ein Festzelt zu setzen, von dem du weißt, du wirst dort echt nur ausgebuht, ausgepfiffen? Naja, es war ja eine Wahlkampfveranstaltung der Grünen, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin mir da gar nicht... Doch, es war, glaube ich, eine Wahlkampfveranstaltung. Das heißt, vor ihr waren schon Parteianhänger. Das glaube ich schon. Echt? Ja. Und das war ja dann so ein bisschen auch mehr im hinteren Teil des Saals, dass ihr da der Protest entgegenschlug. Ne? Aber gleichzeitig eben die gekaufte Kapelle und andere, die auch da, weiß ich, die Bedienung und so weiter. Und die Polizei. Kann man ja mal fragen, die Polizei, auf wessen Seite standen die? Ja, ne? Ich habe ja gesagt, die Polizei, die stand verkehrt herum, ne? So zur Bevölkerung gerichtet. Eigentlich hätte sie die Dame im Blick haben müssen, ne? Wer gefährdet hier wen? Ne? Na, wie gesagt, also ich war oder bin... Ja, man muss ja sagen, dieses ganze wir Demokratinnen und Demokraten gegen den Pöbel da und so weiter zusammenstehen, das sind ja auch wieder so totalitäre Machtgelüste eigentlich, die aus ihr raussprudelten. Ne? Ja, nur steckt da eben nicht mehr so viel dahinter, nicht mehr so viel Substanz, wie man sah. Ne? Das ist interessant. Und man darf ja nicht vergessen, diese Person, diese Frau Katharina Schulze, ist genau die Person, die sich damals auch über Ungeimpfte geäußert hat und nicht so besonders nett. Ne? Ja, also die Ungeimpften wirklich sämtliche Grundrechte nehmen wollte und noch mehr. Mhm. Ja, also der pure Hass eigentlich. Ja, sie hat sich ja, ich glaube, das erste Mal, als mir diese Dame aufgefallen ist, das war... ein Gutmenschen, ne? Ja, weißt du noch, sie war ja eine von denen, die... ich glaube, es gab da irgendwo in Bayern ein Denkmal für die Trümmerfrauen. Ach, das war auch sie, ne? Das war sie. Und sie hat dann mit einem ihrer Parteifreunde dieses Denkmal dann verhüllt. Ja, um hier, sie hielt das ja für Geschichtsklitterung oder sowas, ja, oder Verherrlichung irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, unter welchem Argument sie das nochmal gebracht hat, aber jedenfalls. Welche Drogen sie da genommen hat. Keine Ahnung, es müssen starke gewesen sein, ich weiß, man kann nur mutmaßen, ne, man soll ja nichts unterstellen, aber das war das erste Mal, als mir diese Dame dann wirklich hier, sag ich mal, begegnet ist. Das, ne? Schöne ist ja, es betrifft ja wirklich nicht nur sie bei dieser Veranstaltung, das kommt ja jetzt in schöner Regelmäßigkeit. Es kommt überall. Egal, wo Politiker, insbesondere dieser Couleur, inzwischen auftauchen. Im Osten muss es ja gang und gäbe sein, dass ihnen da jetzt nicht Wohlgefallen entgegenschlägt. Ne? Oder wir erinnern uns an Claudia Roth bei dieser jüdischen Veranstaltung oder was zuletzt war. Ne? Ja, das sind ganz neue Erfahrungen für diese das Leute. Das ist Meinungsfreiheit. Danke. Das ist, es ist Karma. Es ist einfach, der liebe Gott spielt mit, ne? Genau wie er jetzt bei dem Wetter mitgespielt hat. Ganz, ne? Genau. Und also ich kann mich nicht erinnern, dass wir im Juli, August schon mal 2-3 Wochen durchgehend Regen hatten. Ach, hatten wir schon. Das hat genau eingesetzt, wo die gerade ihre Erde brennt Propaganda hochgefahren hat. Ich meine, ja, aber die, danke, lieber Gott, die, oder? Aber die ziehen ihre Propaganda ja noch weiter durch. Die Erde, wie war das? Die Erde schwitzt, ne? Die Erde ist Dürre. Wir haben immer noch eine Dürre. Es ist zwar die erklären doch sogar den Regen, glaube ich. Die Erde kocht. Die Erde kocht. Die Erde kocht und dann kommt... Ich weiß gar nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die, also hier, das war ja dieser Antonio Guterres von der UN, der ja gesagt hat, ja, wir haben die Phase der Klimaerwärmung verlassen und sind jetzt im globalen Kochtopf gelandet oder sowas. Also völlig überzogen, aber auch unsere, ich sag mal, Mittelstrommedien, die verkaufen uns ja jetzt. Mittelstrahlmedien, genau, die verkaufen uns ja jetzt diese Nässe, die über das ganze Land gegangen ist, als eigentliche Dürre, ja. Es ist quasi eine asymptomatische Dürre, ja. Und es ist eigentlich noch nicht nass genug, weil der Boden in tieferen Schichten, der ist noch nicht erreicht von dieser Nässe. Also wenn das dann erreicht ist, dann ist gut. Aber also der Alarmismus, der geht ja weiter und weiter und weiter gegen alles, was jeder merkt, was jeder sieht, was jeder erfahren kann. Und das zeigt natürlich auch irgendwo, also da fehlt es jetzt einfach an allen Ecken und Enden an Argumenten und man ist genötigt eben zu so einem Unfug. Die können gar nicht anders, es geht gar nicht anders, es gibt keine andere Möglichkeit, sie müssen das jetzt durchziehen und es wirkt immer skurriler und mehr Menschen denken sich, was ist hier eigentlich los? Ne? Ich habe dir doch gestern auch den Artikel der Tagesschau über Donald Trump, jetzt diese Anklagen gegen Donald Trump. Ne? Wunderbar. Das war auch,
Wunderbar. Sie drehen immer weiter, sie drehen völlig ab, aber am Ende, welchen Eindruck machte dieser Artikel auf dich? Das war doch pure Verzweiflung, ja, oder? Das war pure. Gerade so gegen Ende hin kam man, aber wenn er jetzt trotzdem Präsident wird. Ja. Ne? Das ist so Hannes Stein-mäßig damals, dann fange ich an zu weinen. Wir alle weinten bitterlich. Ne? Das ist, ich habe darüber ja einen Artikel in der aktuellen Ausgabe geschrieben. Man bemüht sich, den Wahlverlauf in den Vereinigten Staaten durch das eigene Schaffen irgendwie zu beeinflussen. Und man, ich schätze fast, die glauben daran. Also die glauben, wenn wir hier so eine Anti-Trump-Stimmung entwickeln, ja, dann wird ja schon nicht gewählt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dann wird es alles noch mal gut gehen. Dann wird es noch mal gut gehen. Also wie gesagt, wenn man sich den Artikel auch durchliest, das ist, also der ist ja wirklich fernab jeglicher Zuhilfenahme von Fakten, die da sind. Ne? Also es wird wirklich alles, aber wirklich alles verheimlicht und geleugnet, was eigentlich im Zusammenhang mit diesem Artikel stehen könnte, was jetzt für Trump eventuell entlastend sein könnte. Also ich sage jetzt mal so, es geht ja den Demokraten darum, ihn jetzt beispielsweise wegen des Sturms auf das Kapitol anzuzeigen und in den Vereinigten Staaten, also wenn man die Medien in den Vereinigten Staaten verfolgt, also auch die Mainstream-Medien, die sind eigentlich, was die Anklage angeht, also auch wenn man auf der Seite der Ankläger ist, wenig optimistisch, dass das überhaupt irgendwie von Erfolg gekrönt sein könnte. Und also da schlagen die Wellen ja schon etwas höher. So, und da gibt es eben viele, viele Stimmen, die sagen, okay, diese Anklage, das ist schlicht und ergreifend, diese Anklage als solche ist einfach undemokratisch. Ja, jetzt gerade so im Vorwahlkampf, da sucht man sich eben, da sucht man sich den stärksten Gegenkandidaten aus, um den mundtot zu machen. Also da haben, glaube ich, viele, viele Leute drüben über dem Teich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack bei. Ja, also der Tenor des Artikels war ja auch, da ist so ein irrer Trump, der sagte, diese Wahl ist nicht ordnungsgemäß gelaufen, da gab es Unregelmäßigkeiten. Ja, wie so ein kleines Kind, ne? Ich meine, hat ja auch so ein bisschen was Kindliches, Donald Trump, ne, finde ich. Aber gut, aber es wird ja so dargestellt, als wenn er der einzige Mensch in Amerika jetzt war, der dann gesagt hat, nee, da stimmte was nicht. Um wieder besseren Wissens. Und eigentlich wusste er sogar, es stimmte alles, ne? Wird ihm jetzt unterstellt. Ja. Ja, eigentlich wusste er sogar, es stimmt alles, aber er war dann der Einzige, der gesagt hat, jetzt kommt aber alle und lehnt euch auf. In Wirklichkeit glauben, grob gesagt, die Hälfte der Amerikaner, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. So, und da gab es ja auch so einen Film. Ich glaube, mittlerweile darf man das bei YouTube sogar sagen, dass es. Ach, da muss man ja noch vorsichtig sein, ne? Aber da muss man vorsichtig sein, aber es war ja vor, ich glaube, noch ein paar Monaten war es bei YouTube verboten, also unter den Gemeinschaftsrichtlinien war es verboten, zu erwähnen, dass die Wahlen gegebenenfalls manipuliert sein könnten. So, und wenn das, du gesagt hast, Donald Trump das sagt. Ne? Ja. So, und davon ist YouTube tatsächlich sogar abgerückt. Mittlerweile kann man das wohl wieder behaupten. Wir tun es vorsichtshalber. Wir würden es nie behaupten. Niemals. Einfach nur, um der YouTube-Community-Richtlinie gerecht zu werden. Wir sagen ja nur, dass es sehr viele Amerikaner gibt, die genau, das glauben. Genau. So, und da gab es ja auch so einen wundervollen Film, Mule, glaube ich. So und so viel tausend Mules oder sowas. Und in diesem Video, in diesem Film tauchten eben diverse Videos von Überwachungskameras auf, die eben doch sehr eindeutig belegt haben, dass es da gewisse Bewegungen, die das so andeuten, ne? Die es andeuten, ja, also dass da Leute dann vor diesen, wie gesagt, wir sind auf YouTube, wir müssen, ja, genau, also die es da angedeutet haben, die vielleicht den Schluss hätten zulassen können, dass es da zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, aber na, lassen wir das einfach mal. Also die Tagesschau, die ist hier also so dermaßen so eindeutig, also leugnet all diese Stimmen überhaupt, dass es das überhaupt gibt. Also geht gar nicht auf die Stimmung im Land ein, sondern kreiert hier wirklich so ein Bild, was also ferner von der Realität nicht entfernt sein könnte. Also ganz krass. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Es ist ja auch nicht das einzige Beispiel. Ne? Man hat das ja an so vielen Stellen jetzt inzwischen im Mittelstrahl den Eindruck,
dass die regelrecht verzweifelt sind. Ne? Also das kann man schon mitlesen. Mhm. Das ist ja keine Zuversicht, die sie da verbreiten für ihre ganze Doktrin. Nee, aber wie gesagt, da wird, ich denke auch da wird es wahrscheinlich... Wollen wir darüber noch sprechen, über jetzt so die Gegenwehr, die auch immer stärker wird in den Firmen? In den Unternehmen, dass die woken Unternehmen da nicht mehr so richtig florieren? In den Vereinigten Staaten. Ja, das ist enorm. Das ist enorm. Also was man da erlebt, was man da so für Zahlen hört, was da passiert. Ich meine sogar was habe ich jetzt neulich gelesen? Ich glaube sogar diese Großinvestoren hier, BlackRock und Vanguard und so weiter, die mussten jetzt ich glaube, ersten Mal seit ziemlich langer Zeit Kapitalabflüsse verzeichnen. Also immer weniger Leute gehen zu diesen Firmen, um da ihr Geld anzulegen, weil die Firmenbosse, die CEOs, die nehmen ja kein Blatt mehr vor den Mund. Die sagen ja, was deren Agenda ist. Die sagen ja, also ne, wir unterstützen oder wir kaufen, wir gehen mit unserem Geld nur dahin, wo eben gewisse Vocal Diversity, schlag mich tot, CO2-neutrale Geschäfte getätigt werden. Also die haben eine Agenda und diese Agenda dieser Leute, die widerstrebt einem Großteil der US-Amerikaner. Und jetzt bemerken sogar diese ganz, ganz, ganz großen Fische. Disney entlässt wohl inzwischen irgendwelche Diversity-Beauftragten. Genau. Also, weil sie mit ihren Filmen gar keine Erfolge mehr verzeichnen, nur noch Pleiten erleben. Ne? Die Filme in Hollywood, die eben versuchen, wie gesagt, diese neue Realität zu zeichnen, die floppen grandios. Ja. Also ich weiß nicht, da hast du mir diesen Weltartikel doch weitergeleitet hier von wegen Indiana Jones. Ja, also Indiana Jones, so eine Ikone, also gerade auch so meiner Kindheit, ja. Also eine Figur eben aus den 80er Jahren, ne? Doch so ein richtiger Superheld, ne? So ein richtig markanter, markiger Kerl, der hier wirklich jedes Abenteuer übersteht, ne? Also wirklich so eine richtige Heldenfigur, die dann eben jetzt in diesem ganzen Woken-Irrsinn komplett kaputt geschrieben wird. Also so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, hat man den dann wohl zu so einem verbitterten Alkoholiker gemacht. Genauso wie jetzt zum Beispiel bei Star Wars, nachdem Disney dieses Franchise übernommen hat. Da hat man auch Luke Skywalker. Ich habe den Film nie gesehen, werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber Luke Skywalker, also der Held unserer Kindheit oder unserer Jugend, sage ich mal, der ist auf einmal so ein verbitterter alter Mann alter weißer Mann, und den kannst du abschreiben. Und stattdessen sind es dann die jungen, dynamischen Frauen, die dann eben die Heldenrolle übernehmen. Ja, und das will man uns jetzt hier, ich sag mal, aufs Brot spieren. Will nur dummerweise keiner sehen. Das, ne? Und die müssen ihre Filme sehen, irgendwie finanzieren. Ich sag mal, die vergraulen alte Gäste, Zuschauer, und gewinnen keine neuen dazu. Aber das macht auch wirklich, also wenn ihr dir jetzt mal so vor Augen führst, das macht doch eigentlich auch wieder so unendlich deutlich, dass hier so, dass das Kräfteverhältnis, also dass das gesellschaftliche Kräfteverhältnis doch ein völlig anderes ist als das, was man uns suggeriert. Also auch du und ich, wir haben ja gelegentlich so, wie soll ich sagen, so ein bisschen die Angst, ja Gott, wie bescheuert sind denn die Leute? Und ich glaube, die Leute sind gar nicht so bescheuert. Es ist ja tatsächlich auch ein altes linkes Mittel gewesen, immer dieser moralische Boykott von Firmen, die sich falsch benehmen. Ja, das ist ein altes linkes Kampfmittel. Ne? Und auch das haben die Konservativen, insbesondere in Amerika, jetzt für sich entdeckt. Ne? So ähnlich, wie wir gesagt haben, diese Trillerpfeifen gegen diese Wahnsinnigen. Oder jetzt im Einsatz gegen die sie erfunden haben. Mm-hmm. Genauso wird jetzt die politische Boykott halt durchgezogen. Mm-hmm. Anheuser-Busch mit Becks, wie hieß es? Bud Light. Ja. Ja, wie viel Milliarden sind die im Börsenwert gesunken? Ich glaube 30 Milliarden oder sowas. Also, und dann gibt es ja dieses schöne Meme, hat man das schon jetzt hier mit diesem Country-Song, Jason Aldean oder wie er heißt. Ne? Da haben die Linken auch mal wieder versucht, was zu boykottieren. Da haben sie nämlich wieder ihre Cancel Culture spielen lassen, wollten diesen Song verbieten. Ne? Ja, was haben sie erreicht? Er ist jetzt Nummer 1, ne? Ja, also es läuft ja gar nichts mehr für sie. Ne? Ich glaube, jetzt ist ein neues Unternehmen, war jetzt gerade, genau, ausgerechnet, habe ich noch gedacht, ne, hier, auch wenn du sagst hier, Luke Skywalker aus seiner Kindheit, aus der Kindheit war ja immer auch, oder aus unserer Jugend, Doc Martens Schuhe, ja? Ja. Ich meine, von Punks und von Skinheads damals getragen, ja?
inzwischen Vogue missbraucht für irgendwelche Transen-Gedöns, ja. So, auch die werden jetzt abgestraft, ne? Auch die werden jetzt boykottiert, ne? Ja, ja. Kann man sich nicht ausdenken, ne? Ausgerechnet hier die Kleidermarke der Punks und der Skinheads wird da jetzt auf Vogue getrimmt, ja, und funktioniert halt nicht, ne? Ja. Wie gesagt, der Markt bietet immer eine Lösung. Der Markt setzt sich durch. Ja. Das ist so. Ja. Und das hast du eben in der Kultur, ne? In der Kultur. Und du hast es eben auch im reinen Kapitalismus jetzt einfach, die Kundennachfrage ist nicht da für diese Spielereien, für diesen Wahnsinn. Ne? Das will nicht nur keiner, die Leute lehnen es sogar aktiv ab. Ja. Und das ist wundervoll. Ja. Ich weiß nicht, wunderbar, dass du das jetzt erwähnst, weil ich hatte mir nämlich noch aufgeschrieben, Penny. Ja, so ähnlich, ne? Diese Aktion so mit Penny. Ja, da geht man hin, ja, das sind die echten Preise. Ja. Das sind die echt doppelt so teuer. Ne? So, und dann fragt man sich so, mit oder ohne Steuern? Ne? Oder anders gefragt, zahlt ihr jetzt auch euren Kassiererinnen das echte Gehalt? Genau, ja? Ohne Steuern. Ohne Steuern. Ne? Also das sind dann so Fragen, die so aufkommen. Und ich glaube, diese Aktion, die hat ja jetzt, Penny zumindest, hat ja jetzt auch bei Twitter für einen entsprechenden Shitstorm gesorgt. Und ich möchte mal vermuten, dass diese Scheinheiligkeit, diese Doppelmoral, die Penny hier so an den Tag gelegt hat vom Rewe-Konzern, der ja auch immer groß dabei ist, wenn es eben um Regenbogenflaggen oder anderes geht, ne? Also das, glaube ich, wird auf Penny noch zurückkommen. Also da wird es wahrscheinlich den einen oder anderen Discount-Besucher geben, der sich sagt, okay, dann gehe ich eben zu Aldi. Ja. Ne? Die belästigen mich mit so einem Quatsch nicht, ja. So, und ich finde das grandios. Also es scheint sich nun auch hierzulande ganz allmählich marktwirtschaftlich für die Leute spürbar zu verschlechtern, die sich eben an diesem ganzen Quatsch beteiligen. So, und jetzt hatte die Story aber noch einen Dreh, ne? So ein Mediendreh. Das ist, das haben sie ja auch mitgekriegt. Vielleicht haben sie es mitgekriegt, vielleicht nicht. Bei den Tagesthemen und bei der Tagesschau, da wurde ein Reporter rausgeschickt und der ist in einen Pennymarkt gegangen und hat dort Kunden befragt, wie sie denn zu dieser Aktion stehen. Und aus dem Off kam dann eine Stimme, ja, die wenigsten Leute waren in Anführungsstrichen damit irgendwie einverstanden. Hat man auch eine Frau eingeblendet, hat überhaupt gar kein Verständnis für und hat gesagt, ja, dann kaufe ich das eben nächste Woche, dann ist es eben wieder genauso teuer, ne? Versteht sie nicht. Und dann haben sie aber noch eine junge Dame eingeblendet, die das total toll fand, also die das richtig gut fand, weil also die das toll fand, mehr für die Produkte zu zahlen, als sie sonst zahlt. Ja, genau. Muss man sich mal vorstellen, überhaupt darauf zu kommen. Das, ne? macht die Leute dann ja auf eine gewisse Problematik aufmerksam. Und dann hat sich dann doch tatsächlich herausgestellt, dass diese Dame, die dann da interviewt worden ist, eine Kollegin des Reporters gewesen ist. Die arbeitet nämlich auch für den WDR. Und das ist dann aufgeflogen und Aber das stimmt, das ist ja schon länger, dieses wir zahlen freiwillig mehr. Ne? Das ist ja das, wo du an der Tankstelle, wo man da schon mal nachgefragt wird. Ja, ja. Mir ist aber aufgefallen, das letzte halbe Jahr wurde ich nicht mehr gefragt. Ja. Kann das sein, dass sie das schon aufgegeben haben? Ich hatte ja einmal, habe ich dir, glaube ich, mal erzählt, einmal hatte ich eine Dame vor mir, so recht gut situiert, konnte man schon sehen, hier Meerbusch und ein bisschen Schickeria, die da tatsächlich, wollen sie ein bisschen mehr bezahlen? Ja, ich will ein bisschen mehr bezahlen. Ja, ich meine, muss man sich mal vorstellen, es gibt so Leute. Ja, und eben die WDR-Mitarbeiterin. Die WDR-Mitarbeiterin, es ist dann ja rausgekommen, ne, da hat die Bild-Zeitung drüber berichtet, dass hier der öffentlich-rechtliche Rundfunk offenbar geschummelt hat und natürlich wurde sich entschuldigt. Da ist uns ein saublöder Fehler unterlaufen. Ja, und allein diese Entschuldigung, also da war schon so ein Pamphlet, dass da hier von diesem Chefredakteur beim WDR rausgehauen worden ist bei Twitter. Also das hat sich angehört, wie mein Hund hat die Hausaufgaben gefressen. Ja, also so glaubwürdig war das. Aber auch hier, wir sehen auch hier, ja, zu solchen Mitteln sind unsere Mittelstrahlmedien
genötigt. Aber das Schärfste war ja, das hast du erzählt, in der gleichen Tagesthemensendung, muss man sich auch vorstellen, also in der gleichen Tagesthemensendung, wo sie sich bemüht haben zu sagen hier, ja, ich finde das aber gut, wenn wir noch mehr zahlen für unsere Lebensmittel, da zahle ich doch freiwillig noch ein bisschen mehr und so. In der gleichen Sendung wurde dann gesagt, ja, immer weniger Leute können sich überhaupt ein ordentliches Essen leisten. Mhm. Alle zwei Tage. Ja. Kann man sich nicht ausdenken. Nee, kann man sich nicht ausdenken, aber das Witzige bei der Sache ist, ich habe ein kurzes Video von Miro gesehen, der hat es nochmal schön zusammengefasst. Also diese Art und Weise der Berichterstattung, diese Techniken, die da hier, zum Tragen kommen, das ist ja kein Einzelfall. Das hat es ja schon zigmal gegeben, ja. Da hat es doch vor einiger Zeit so ein Bürgergespräch gegeben mit dem Kanzler, Olaf Scholz. Und was kam hinterher raus? Also von diesen 100 oder 200 Bürgern, die da ihre Fragen stellen konnten an den Kanzler. Das waren Redakteure, ne? Das waren keine Redakteure, das waren Grünen-Politiker, das waren SPD-Politiker. Ja. Oder jetzt neulich auch, da wurden Leute vor einem Berliner Freibad gefragt, wie sie denn jetzt zu diesen Ausweiskontrollen stehen oder überhaupt zu dieser Gesamtsituation. Und dann waren da auch wieder SPD-Politiker dabei. Hat man natürlich nicht erwähnt. Also ganz klar, so ein junger Mann erschien. Ja, man darf das jetzt natürlich nicht verallgemeinern. Ne? Das hat es ja immer schon gegeben. Ne? Junge Leute hier und da. Ne? Das war in unserer Jugend ja auch so. Ich meine, er war selber noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob der 30 war oder jünger. So, und dann war das eben so ein SPD-Jungpolitiker da aus der Ecke. Ja. Oder wir erinnern uns an Das heißt aber auch, die eigenen Leute sind ihr letztes Aufgebot. Was die eigenen haben, ne? Leute, das ist das letzte Aufgebot. Ja. Es gibt keinen mehr. Natürlich haben die keinen bei Pennymark gefunden, der sagt, ich finde das toll, mehr zu zahlen. Ne? Es kommt aber auch so oft vor. Ne? Also so oft, also ne, wie gesagt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier, wir brauchen jetzt hier irgendwie Stimmen. Kriegen wir nicht. Ich meine, wir wissen ja, wie das funktioniert in den Medien. Man geht hin, man interviewt, ich sag mal, 10 oder 20 Leute und dann werden dann eben, wenn dann eben, wie gesagt, 18 Leute sagen, das ist doch alles kompletter Unsinn, den ihr hier fabriziert, dann werden eben die zwei, dann wird von diesen 20 Leuten einer genommen, also von diesen 18 wird dann einer genommen und zwei, die gesagt haben, ja, ist vielleicht eine gute Idee, die tauchen dann gleichwertig auf. Ne? Also ein von den 18 wird der unsympathischste genommen. Genau, richtig. Mit seiner schwächsten Aussage, die er... Ganz genau. Und mittlerweile haben wir nicht mal mehr diese zwei. Es gibt sie. Ja. Das scheint wohl tatsächlich die Realität hier zu sein, dass sich ein Großteil, also wirklich ein überwältigender Großteil der Bevölkerung gegen dieses Gebaren stellt. Und es sind nur noch die Apartschiks, es sind nur noch die Parteisoldaten, es sind nur noch die Karrieristen, es sind nur noch die Profiteure dieses Irrsinns, die sich in Anführungsstrichen trauen, ihr Gesicht in die Kamera für diesen Unsinn zu halten. Ja. Du findest keinen normalen oder wie gesagt schwer einen normalen Menschen, der da jetzt noch seinen Mund aufmacht und sich bekennt zu den Klimazielen oder weiß ich nicht was. Ne? Und das wird deutlicher und deutlicher. Und wie gesagt, also das war jetzt wieder so eine Woche. Ne? Ich meine, man fasst es gar nicht. Ne? Man fasst gar nicht, was in so einer kurzen Woche, was sich da alles ansammelt. Herrlich. Herrlich. Es ist fantastisch. Ja, ja. Das haben die Leute so lange durch, unsere Zuschauer so lange durchgehalten. Genau. Um den singenden Sachsen zu erleben, der uns so viel Freude bereitet hat. Schon. Genau. An dieser Stelle geht noch mal ein herzlicher Gruß raus an den lieben Herrn Andreas Thiele. Das ist unser Schlosser des Vertrauens. Der Schlosser unseres Vertrauens. Der Schlosser unseres Vertrauens. Ansässig, ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, Andreas Thiele? Also ich durfte ihn namentlich erwähnen. Naja, aus Sachsen. Vielleicht finden Sie ihn. Vielleicht verlinken wir ihn auch, wenn er das möchte. Ja, also wenn Sie mal einen Schlosser brauchen, dann wissen Sie, da ist Ihr Geld wirklich richtig gut aufgehoben. Ja. Der Mann kann auch singen. Der Mann kann richtig gut singen. Also ich überlege die ganze Zeit, vielleicht machen wir ja mal was zusammen. Ne?
Der Andreas und ich. Andreas, vielleicht machen wir ja mal was zusammen, ne? Also ansonsten hoffe ich, dass wir uns bei Helge sehen. Helge hat ja bald Geburtstag. Da muss ich hin, unbedingt. Was wollte ich sagen? Ja, in diesem Sinne, meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Sie wissen, wir bringen ein ganz grandioses Heft heraus. Eigentümlich frei. Wir arbeiten mittlerweile an der kommenden September-Ausgabe. Die wird dann in 2 Wochen, ne? Ja, spätestens. In spätestens 2 Wochen erscheinen. Ansonsten, wie gesagt, falls Sie noch kein Abonnent unserer Zeitschrift sind, bestellen Sie gerne ein Einzelexemplar, ein Schnupperabonnement oder auch direkt ein Jahresabonnement. Sie können uns aber auch anderweitig unterstützen, vielleicht durch eine Kanalmitgliedschaft hier bei Eigentümlich Frei, hier bei YouTube oder durch den Klick auf den Thanks-Button. Das hat neulich auch jemand gemacht. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche mit dem singenden Sachsen. Beitrag mit dem singenden Sachsen Andreas Thiele. Vielen, vielen Dank noch. Vielen herzlichen Dank. Wir sind Juppai die, Juppai da. Begeistert. Alles Gute und tschüss. Ja. Liebe Freunde von Eigentümlich Frei, ich möchte eurem Aufruf Folge leisten und euer wunderschönes Gedicht vertonen in Form eines Liedes mit einer Melodie, die jeder kennt, zumindest bei uns. Ich denke, bei euch genauso. Ja, dann möchte ich mal beginnen. Wo so Sozis in der Mehrheit sind, Juppaidi, Juppaida, die Freiheit immer mehr abnimmt, Juppaidi. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.